Christian Gebauer, schön, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Es ist schon Winterpause, aber ihr seid noch weiter im Training. Erzählt uns doch mal so ein bisschen, was macht ihr eigentlich gerade? Ja, ein ganz normales Training. Ein bisschen intensiver natürlich. Aber ich muss sagen, es macht richtig, richtig Spaß, weil wir halt sehr viele Spielformen auch machen. Sehr viel mit Ball und ja, es ist eine gute Überbrückung eigentlich bis Dezember dann, ja. Ja, wie muss man sich das vorstellen? Was ist dann auf dem Platz gerade ein bisschen anders, jetzt wo kein Wettbewerb ist, als sonst, wo man ja auch so eine klassische Spielvorbereitung mit drin hat? Ja, ich glaube, der Spaß rückt auch ein bisschen mehr in den Vordergrund. Natürlich haben wir sonst auch viel Spaß, aber trotzdem, es ist ganz eine ungewöhnliche Situation, weil halt ja, keine Spiele mehr sind. Jeder weiß, okay, jetzt geht es eigentlich um gar nichts mehr gerade. Aber es ist eine sehr ungewöhnliche Situation, weil wir eigentlich normalerweise um diese Zeit immer noch spielen. Und gibt es etwas, was du dir persönlich auf einer individuellen Ebene vorgenommen hast? Arbeitet man dann nochmal an seiner Fitness oder an technischen, taktischen Grundlagen, irgendwie sowas? Ja, man probiert jetzt diese 3 Wochen einfach sich selber herzurichten, so sagen wir es. Weiterhin Gas zu geben, das ist das Allerwichtigste. Ja, du hast das Gasgeben angesprochen, aber auch gleichzeitig den Spaß. Wie viel Ernsthaftigkeit und wie viel hundertprozentige Auslastung ist denn aktuell noch drin? Ich glaube, das muss jeder für sich selber entscheiden. Also ich glaube, man probiert immer das Beste zu geben im Training. Man kann sich immer gut dran arbeiten, man kann sich zeigen. Ich glaube, in diesen Trainingstagen ist es auch extrem wichtig, dass man 100% gibt. Und ja, schauen wir, wie es weitergeht. Wir wollen natürlich auch noch ein ganz bisschen auf die Hinrunde blicken. Wir haben zum Abschluss 2 Siege geholt, konnten dadurch in der Tabelle noch ein bisschen klettern. Kam die Pause aus deiner Sicht so ein bisschen zur Unzeit oder ist es dann eigentlich doch ganz nett, mit diesem Schwung in eine Pause zu gehen? Ich glaube, zu dieser Zeit, wo wir uns jetzt gerade befinden, jetzt haben wir endlich 2 Siege hintereinander auch mal geschafft. Ich glaube, da wäre es besser gewesen, wenn wir weitergespielt hätten, aus rein sportlicher Sicht. Aber ich glaube, man kann jetzt da nichts entscheiden und das ist jetzt halt so, mit dem muss man jetzt umgehen, aber trotzdem dann in Jänner einfach an das anknüpfen. Ja, deine eigene Formkurve entsprach ja so ein bisschen in dieser Hinrunde der Formkurve unserer Mannschaft. Du hast am Anfang teilweise gar nicht den Sprung in den Spieltagskader geschafft. Am Ende hast du dich selber reingekämpft wieder, hast dich selber belohnt mit einem Tor in der Schüco Arena am letzten Spieltag. Wie blickst du so auf das letzte halbe Jahr zurück? Ja, ich glaube, es war ein sehr turbulentes halbes Jahr jetzt auch. Es war eine schwierige Phase am Anfang, habe mich aber trotzdem selber nicht aufgegeben. Ich wollte eigentlich immer für die Mannschaft auch da sein. Habe das auch auf den Platz dann bringen können. Und natürlich jetzt zum Schluss raus war es halt eine richtig, es war ein geiles Gefühl auch in der Schüco Arena dann das erste Tor zu machen. Vor allem vor Zuschauern, weil das hatte ich ja wirklich noch nie, dass ich vor Zuschauern mein erstes Tor machen kann. Aber es war alles drumherum, Höhen und Tiefen dabei. Aber ich glaube, das macht dich als Person auch dann ein bisschen stärker. Und das nehme ich fürs weitere Fußballerleben natürlich mit. Ist das dann für dich auch so, dass es jetzt gerade so ein bisschen zur Unzeit ist, dass die Winterpause ansteht? Ich glaube, es wäre, wie ich vorher schon gesagt habe, ich glaube, fürs ganze Team, es ist jetzt, nach diesen 2 Siegen hat man einfach ein besseres Gefühl und da willst du eigentlich dann weiterspielen, aber es ist halt leider nicht so und dann müssen wir das jetzt so machen. Jetzt haben wir eine Winterpause, wie ihr sie selber auch noch gar nicht kennt, in der Länge auch mit den 10 Wochen. Wie bereitest du dich persönlich darauf vor, dass du dann im Januar, wenn es wieder weitergeht, wirklich mit 100% auf dem Platz stehst? Ja, ich glaube, wir bekommen dann das Laufprogramm natürlich mit, da die Läufe gut durchzuziehen, natürlich auch alles drumherum zu machen, dass du im Jänner dann gut dastehst, dass du einfach wieder Vollgas geben kannst, auch in der Vorbereitung. Es wird eine längere Vorbereitung sein, also es sind 4 Wochen Vorbereitung. Aber ich glaube, wenn wir das dann so machen, dass wir das durchziehen, dann wird das sicher eine geile Rückrunde. Ja. Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, dass für die Mannschaft die Pause zur Unzeit kommt, für dich persönlich zur Unzeit. Freut man sich trotzdem so ein bisschen, dass jetzt auch Urlaub ansteht? Ja, natürlich, weil es halt eine längere Phase auch ist. Ich glaube, jeder freut sich jetzt auch dann im Dezember dann zu Hause zu sein, mit der Familie was zu machen. Bei mir ist es natürlich auch so,
Ich kann nicht jedes Wochenende leider nach Hause fahren. Ich freue mich jetzt ganz extrem auf zu Hause und auf die ganzen Leute wieder. Ja. Meine Anschlussfrage wäre jetzt auch gewesen, wie verbringst du deinen Urlaub? Der ist also schon beantwortet, in Österreich? Ja, in Österreich. Jetzt am Anfang fahren wir noch ins Warme, meine Freundin und ich. Und dann die restliche Zeit sind wir dann zu Hause. Und wie verbringst du klassischerweise Weihnachten? Ja, bei uns eine klassische Tradition. Wir gehen mit dem, mein Bruder kommt mit seiner kleinen Tochter zu uns. Dann wird gegessen, dann kommt die Bescherung und dann um 10 Uhr gehen wir in so eine Mitternachts- und Anführungszeichen Mitternachtsmette, also Messe. Und dann schließen wir den Tag dann damit ab. Das klingt sehr gut. Ja. Dann. Ich freue mich drauf. Dann noch viel Spaß in der einen Woche Training, die jetzt noch ansteht. Und jetzt schon mal einen schönen Urlaub, wenn es dann soweit ist. Danke, danke.